20. VDMT-Tagung. Da lohnt sich schon mal zu fragen, tatsächlich, wo kommen wir her, wohin gehen wir? Und das war ja auch heute mit Teil Ihres Programms. Ja, das haben wir heute zumindest versucht. Ich meine, ganz stimmt es nicht mit der 70. VDMT-Tagung, ist die 70. Museumsbanner-Tagung. Denn begonnen haben die Tagungen ja zu einer Zeit, als es den VDMT noch gar nicht gab, sondern unsere Vorgängerorganisation im BDF, verdienstvoll hat sie damals die Sache ins Leben gerufen und wir haben sie nahtlos fortgeführt. Wo kommen wir her, wo gehen wir hin? Ich meine, das ist so eine Frage, die also ein bisschen nach Weltrettung klingt. Das wollen wir natürlich nicht. Wir haben die aktuelle Situation bei der Museumsbahn einigermaßen im Griff, aber die Zukunft bringt Dinge, die wir wenig beeinflussen können und die uns sehr viel zu schaffen machen. Darüber haben wir heute Abend auch gesprochen. Technische Ausstattungsanforderungen, betriebliche Anforderungen, Anforderungen an die Überwachung der Personale und das unterschiedslos, egal ob man 20 oder 160 Stundenkilometer fährt. Und wir müssen versuchen, einen Weg zu finden, der es uns gestattet, die Museumsbahn mit anderen Augen zu sehen, von Gesetzes wegen, als das jetzt der Fall ist, ohne dass damit ein Verlust an Sicherheit verbunden wäre. Ja, man hört ja ständig von Stichworten, die eigentlich mit Museumsfahrzeugen nicht viel zu tun haben, die aber von der allgemeinen Bahn kommen, von Europa womöglich noch. Also jetzt gibt es offenbar ein Sandproblem, elektronische Fahrpläne, da müsste man ja einen Stab von Leuten haben und manches geht gar nicht. Wie können Sie da Einfluss nehmen, dass das die Überhand nimmt? Ja, das ist schwer zu beantworten. Wir können das nicht generell sagen. Wir haben bestimmte Dinge erleiden oder erdulden müssen, wie die PZB 90 zum Beispiel, die konnten wir nicht abwehren. Das ist zwar keine gesetzliche Forderung gewesen damals, inzwischen ist es eine, steht in der Eisenbahnbaubetriebsordnung, wie die Ausrüstung auszusehen hat, aber letztlich haben unsere Mitglieder selber diese Entscheidung gefällt, indem sie die Ausrüstung für ihre Lokomotiven, auch für die Dampflokomotiven, gekauft und installiert haben. Andere Dinge stehen völlig außer Frage, wie zum Beispiel GSMR, der Funkstandard der Eisenbahn, auch der elektronische Buchfahrplan ist eigentlich kein Thema, noch gibt es ihn für Dampfloks, nach meiner Kenntnis nicht, aber die Entscheidung treffen lässt sich unsere Mitglieder, wenn sie selber sich derartige Einrichtungen beschafft und auch verwenden. Andere Dinge, wie zum Beispiel Notbremsüberbrückung in Tunnels, die gefordert wird oder auf bestimmten Brücken, ist schwer zu realisieren mit Dampflokomotiven. Und die Sandproblematik, die Sie eben ansprachen, ein ganz neues Feld, mit dem wir bisher noch nicht konfrontiert worden sind, lässt sich für moderne Schienenfahrzeuge mit einfachen Mitteln lösen, für historische Fahrzeuge mit anderen Bedienelementen hingegen nicht. Und da das so neu ist, kann ich dazu jetzt noch keine Aussage machen. Das wird intensiv bei uns diskutiert, auch mit Vertretern des Eisenbahnbundesamtes. Aber welchen Weg das nehmen wird, kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber Sie haben schon gewisse Einflussmöglichkeiten in bestimmten Beiräten, sind Sie noch integriert? Entweder direkt, wenn nicht direkt, dann indirekt über den VDV, den Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, in dem wir ja Mitglied sind. Wir kooperieren sehr gut und ich kann auch wirklich ehrlich sagen, dass der VDV auch unsere Interessen gut vertritt. Das liegt einfach daran, dass unsere Interessen, die Interessen der Museumseisenbahnen, sehr häufig deckungsgleich sind mit den Interessen der kleinen kommerziellen Eisenbahnverkehrsunternehmen und gegebenenfalls auch Eisenbahninfrastrukturunternehmen. Also da sind wir eigentlich relativ gut aufgestellt. Wie sieht das derzeit mit den Arbeitskreisen aus? War ja auch ein Teil, dass da diskutiert werden sollte, wie die jetzt aussehen. Ich kann mir schon vorstellen, nicht jedes Thema wird ständig immer genug Interessenten finden. Die Leute sind ja auch räumlich getrennt. Das muss alles passen. Manchmal braucht es eine charismatische Person, die alle mitzieht. Wie sieht das jetzt aus? Ja, völlig richtig. Wir haben also jetzt im Moment nur einen Arbeitskreis, der auch funktioniert. Das ist der Arbeitskreis Parkbahn-Feldbahn für die 600mm spurigen Eisenbahnen, die halt eben keine Eisenbahnen im rechtlichen Sinne sind. Die sind weitgehend autonom, die können noch autonom Dinge organisieren und letztlich auch entscheiden, weil da keine Eisenbahngesetzgebung hintersteht. Das ist sehr viel einfacher. Die Idee, erneut Arbeitskreise zu gründen, die es in den 80er, 90er Jahren bereits gab, ist mehrfach an uns herangetragen worden, aber niemals mit dem Anspruch, ja, ich möchte jetzt gerne diesen Arbeitskreis gegründet sehen, ich mache da noch die Arbeit. So ist es nicht. Zwei rühmliche Ausnahmen haben wir heute gehabt. Es haben sich zwei Kollegen gemeldet. Der Reinhard Serchinger, der dann versuchen will, den Arbeitskreis zum Thema Eisenbahn und Umwelt zu gründen. Das ist ein wichtiges Thema, ganz klar. Lärmemissionen, Rauchemissionen. Und der Elmar Böcker, der die museale Schiene gerne wieder mal bedient sehen möchte. In beiden Fällen haben die beiden Leute, die wir auch beide kennen, unsere volle Unterstützung, gegebenenfalls auch die finanzielle Unterstützung des Verbandes. Denn es ist ja bei Gremiensitzungen so, man muss ja hinfahren. Man kann ja nicht alles mit modernen Medien machen. Okay, Telefonkonferenz ist heute kein Thema mehr. Eine Videokonferenz schon eher, das kostet auch ein bisschen Geld. Aber der persönliche Kontakt ist unerlässlich und so soll es dann auch funktionieren. Sie
geben ja jetzt in letzter Zeit auch immer wieder praktische Hinweise für die Eigentümer und Betreiber von Dampfloks, dadurch, dass Referenten kommen, dass sie Anbieter von Dienstleistungen hier haben. Also dieser Servicecharakter hat für sie eine wichtige Rolle. Ja, das war und ist immer Existenzberechtigung des VDMT, ein Service-Dienstleister für seine Mitglieder. So verstehen wir uns von Anbeginn an und so ist es auch heute. Und natürlich, die Ideen kommen dann meistens, wenn auch nicht immer, aus dem Vorstand. Oder sie werden gegebenenfalls mehrfach so geschehen, von Unternehmen an uns herangetragen. Ich könnte auch mal das vorstellen. Und das nehmen wir sehr gerne an, denn es kostet uns nichts. Und der Informationsgehalt für die Mitglieder ist in den meisten Fällen wirklich gegeben, teilweise sogar sehr hoch. Ja, eine Standarddienstleistung, vorbildlich für ganz Europa, die haben Sie persönlich mit in Ihrer Hand, diese berühmte Suchliste und Angebotsliste, vielleicht ein paar Worte dazu. Die Such- und Angebotsliste ist jetzt nicht unbedingt mein persönliches Kind, auch wenn ich sie seit mehreren Jahrzehnten selber bearbeite. Es ist halt das Leitmedium für überflüssige Gegenstände und Fahrzeuge aus dem historischen Eisenbahnbereich und auch für Gesuche in dieser Richtung immer weiter verfeinert. Und ich weiß, dass es seit vielen Jahren so ist, dass auch kommerzielle Betriebe dort zugreifen. Wir veröffentlichen ja auch Angebote von kommerziellen Betrieben. Also wenn jemand beispielsweise, nehmen wir mal ein Beispiel, eine V100 Ost verkaufen will, ja, da kann ein Museumsfahrzeug draus werden. Es kann aber auch noch 20, 30 Jahre im kommerziellen Betrieb eingesetzt werden. Und gerade diese Symbiose macht die Sache so reizvoll und darauf wird immer wieder gerne zurückgegriffen. Und Sie kriegen jetzt auch Angebote von der DB, die normalerweise über irgendwelche komplizierten Ausschreibungsverfahren laufen? Nein. Nein. Macht man da einen Sonderweg? Nein, das haben wir früher gehabt. Das ist inzwischen Geschichte, weil die DB ein eigenes Portal dafür hat. Und da jeder darauf Zugriff hat, ist es nicht erforderlich, dass wir das dann nochmal machen. Ausnahmen wird es geben. Würde die DB mal eine vergessene Dampflokomotive irgendwo anbieten, ja, die wird sich dann auch bei uns finden. Aber deren Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. FedEx Rail Jugendcamp, was haben Sie davon? Wie verläuft die Zusammenarbeit? Das Jugendcamp oder die Jugendcamps, die jährlich stattfinden, sind eher eine Randerscheinung. Die würde es wahrscheinlich auch geben, wenn es FedEx-Rail nicht geben würde, weil die auch durch die nationalen Verbände organisiert werden könnten. FedEx-Rail hat seine Stärke auf politischer Ebene. Wir versuchen, die Gesetzgebungsverfahren in Brüssel, in Straßburg zu beeinflussen, die uns gefährlich werden könnten. In dem Sinne, dass dort gerne alles über einen Kamm geschoren wird. Es soll alles nach einem Nivellement ausgerichtet werden. Und wenn das so hoch angesiedelt ist, dass die Museumseisenbahn, den ich folgen könnten, dann haben wir ein Problem. Also Sicherheit ist gut und schön, aber man kann es ja auch von den konkreten Umständen abhängig machen, was nicht immer der Fall ist. Und da versuchen wir die Einflussnahme über FedEx-Rail in Brüssel und in Straßburg. Das machen vor allem die Briten, die sind da recht stark, die Franzosen auch. Die sind auch gut aufgestellt. Die Deutschen noch weniger, die sind noch mehr national orientiert, obwohl wir Gründungsmitglied von FedEx-Rail sind. Aber insgesamt gesehen ist es eigentlich eine gute Zusammenarbeit. Und wir kommen da gut zurecht miteinander. Ja, man kann schon sagen, Elemente der Bahnfreunde, da klappt das mit Europas zusammen. Ja, besser als in der hohen Politik. Wir sind halt ein bisschen tiefer angesiedelt, sagen wir mal.